Revit Architecture ist eine auf BIM-Technologie basierende Software, mit der Sie in einem durchgängigen Gebäudemodell planen können, das jederzeit aus jeder beliebigen Ansicht betrachtet werden kann. Auch eine Grundrissdarstellung ist nur ein Horizontalschnitt durch das Gebäude in einer bestimmten Höhe. Durch die Parametrik haben Sie die Möglichkeit, Objekte zu bearbeiten, indem Sie die dazugehörigen Maße verändern. Dadurch ist ein schnelles und präzises Arbeiten möglich. Revit Architecture arbeitet objektorientiert. Das heißt, Sie fügen ganze Bauteile wie zum Beispiel Wände, Türen und Fenster in Ihren tatsächlichen Abmessungen hinzu, anstatt diese aus einzelnen Linienobjekten zusammenzustellen. Mithilfe der Sichtbarkeitssteuerung können Bauteile gezielt ein- und ausgeblendet werden. Bauteile können mit Abhängigkeiten zueinander definiert werden, sodass bei einer Änderung zum Beispiel bestehende Abstände erhalten bleiben. Intelligente Objektwahlmethoden erlauben die schnelle Auswahl aller gleichen Bauteile, um diese dann gemeinsam zu bearbeiten. Da auch die automatisch erstellten Bauteillisten ein Abbild des Gebäudemodells sind, können Bauteile auch hier bearbeitet werden. Alle Ansichten werden aus dem einen Modell generiert, sodass sich dort auch alle Änderungen sofort widerspiegeln. Für das Erstellen komplexerer Formen bietet sich das Modellieren auf Körperflächen an. Körper können sehr frei gestaltet werden, sodass man mit ihrer Hilfe nahezu jede Form abbilden kann. Das Ziehen von Kanten und Flächen mit Hilfe der Griffe ermöglicht ein sehr intuitives Gestalten. Wie Sie an dem hier gezeigten Fassadensystem sehen, bleibt das Bauteil mit dem Körper verknüpft. Ist eine Änderung der Form notwendig, kann hier wieder auf den einfach zu bearbeitenden Körper zurückgegriffen werden. Das Fassadensystem wird im Anschluss einfach neu berechnet und passt sich der neuen Form an. Natürlich haben Sie in Revit Architecture die Möglichkeit, ebenenbezogen zu arbeiten. Die Ebenen stellen die Geschosse in Ihrer Planung dar. Jedes Bauteil weiß, zu welcher Ebene es gehört. Bei einer Änderung der Ebenen passen sich Position und Höhe der Bauteile automatisch an. In Revit Architecture lassen sich auch zeitliche Abläufe von Baumaßnahmen zeigen. Die Zuordnung zu Phasen ermöglicht es Ihnen darzustellen, welche Bauteile zu welchem Zeitpunkt neu zu einer Planung hinzugekommen und welche abgerissen wurden. Die Darstellung erfolgt hierbei über verschiedene Farben und Linientypen, die prägnant die Sachverhalte anzeigen können. Auch das Planen verschiedener Varianten kann nun ohne aufwendige mehrfache Pflege von Daten vorgenommen werden. Für die noch offenen Bereiche können verschiedene Varianten entwickelt werden, die aber immer im Kontext der schon festgelegten Basis angezeigt werden. Werden Objekte in der Basisvorlage geändert, wird das auch in allen Varianten dargestellt. Um eine realistische Darstellung des Gebäudes in seiner Umgebung zu haben, kann auch das Gelände, auf dem es steht, einfach erstellt und bearbeitet werden, indem die Lage einzelner Punkte definiert wird. Das zu jeder Planung gehörende Ermitteln der Räume erfolgt in Revit Architecture automatisch. Den Nutzungen können Farben zugeordnet werden, die eine schnelle Übersicht über die Raumverteilung erlauben und bei einer Änderung automatisch aktualisiert werden. Mithilfe der Parametrik werden auch Änderungen im Gebäudemodell automatisch bei den bereits ermittelten Räumen berücksichtigt. Die Detailplanung erfolgt sinnvollerweise in 2D. Die 2D-Objekte können dabei aber auch so mit dem Gebäudemodell verknüpft werden, dass sie Änderungen nachvollziehen. Für die Detailplanung lassen sich vordefinierte Standardbauteile genauso verwenden wie Zeichenwerkzeuge, mit denen die Details von Grund auf entwickelt werden. Auch für die Beschriftung bietet Revit passende Werkzeuge an. Für die überzeugende Darstellung Ihres Entwurfs können Sie mit dem eingebauten Mental Ray Renderer auf sehr einfache Art und Weise professionelle Renderings erstellen. Das Zuordnen von Materialien und Hinzufügen von Lichtquellen führt zu einer fotorealistischen Darstellung Ihres Modells. Mit Revit Architecture können mehrere Mitarbeiter gleichzeitig koordiniert und sicher am selben Projekt arbeiten. Jeder Mitarbeiter kann einzelne Arbeitsbereiche automatisch vom Server ausleihen und auf seinem lokalen Rechner bearbeiten. Die ausgeliehenen Objekte sind für alle Projektbeteiligten sichtbar, aber ausschließlich vom Ausleiher zu verändern. Durchgängiges Planen mit BIM bedeutet höhere Produktivität. Änderungen, die Sie an einer Stelle vornehmen, werden automatisch in allen hiervon betroffenen Bereichen übernommen. Das nachträgliche Öffnen und Aktualisieren der abhängigen Dateien gehört der Vergangenheit an. Weil die Daten nur einmal in der Datenbank vorgehalten werden, sparen Sie teure Hardware und gewinnen an Effizienz. Zusammenfassend kann gesagt werden, Revit Architecture bietet eine größere Planungssicherheit. Änderungen werden nur einmal ausgeführt, nämlich am Modell. Ansichten und Pläne werden jederzeit automatisch aktualisiert. Die Bedienung von Revit Architecture ist sehr einfach. Nach einer zweitägigen Schulung kann bereits produktiv gearbeitet werden.